Das Publikum darf sich bei Engel in Amerika auf einen Abend freuen, der voll ist von spannenden, ambivalenten Figuren, großen Bildern, Körperlichkeiten, Musik, verschiedenen Welten und einem ständigen Changieren zwischen Realität und Traum und einem eigentlich sehr einladenden, offenen Spielstil, den wir verfolgen. Denn es geht nicht nur um die Figuren und um uns in diesem Stück, sondern auch um den Dialog mit dem Publikum und dass diese Frage von Verbindung und Solidarität auch im Endeffekt im Zuschauerraum landet. Für mich fühlt sich das Stück wie ein dicht verwobenes Netz an, voller Kontraste. Es geht um Einzelschicksale und aber auch um eine starke Zusammengehörigkeit. Das Stück macht Mut zu mehr Menschlichkeit. Wir wissen, dass das Virus auch in der Lage sein kann, in das Gehirn einzudringen, was natürlich ganz schlecht ist. Und bei einem bestimmten, momentan nicht bekannten Prozentsatz von Menschen führt es zum Tode. Wenn alle Figuren aus dem Stück vor mir stehen würden, dann würde ich ihnen sagen, dass sich ihre Struggles auszahlen und dass es sich lohnt, aktivistisch, progressiv und an einer Zukunft zu arbeiten, die die Veränderungen, die unaufhaltsam sind, in eine Richtung lenken, die für alle Menschen Sinn machen. Sehr offenbarer!